Okay, gut. So, dann machen wir weiter. GTA Part 5 diesmal. Ja, ich hoffe, es gefällt euch natürlich auf meinem Kanal auch. Ich begrüße auch die neuen Abonnenten, falls ihr schon irgendwelche neue Abonnenten seid. Es kann auch sein, dass wir immer noch neuen Abonnenten haben, aber ich hoffe mal nicht. Ich hoffe es echt nicht. Und ja, fangen wir mal an. Also wieder. Wir haben ja letztes Mal eine Waffe von Martin, oder ich weiß gar nicht, wie der Mann heißt, aber jetzt werden wir sehen. Das war eine geile Zwischensequenz. Serious about that. What? You're here, whatever. Sit. You ain't gonna rob me again. Man, I never robbed you. That was just a repossession. Okay. You call it whatever you want to call it. I really don't care. What can I do for you? See, I just came by to see if there's something I can help you with. I see you're doing well for yourself. Look, I'm retired. Ain't you a bit young for the pipe? Slipping and staring at a fucking sunset. You know, I've been in this game for a lot of years. I got out alive. It makes me the right age. If you look like a good kid, if you want my advice, give the shit up. You work hard, screw over everybody that you love. Hurt, rob, kill indiscriminately. And maybe, just maybe if you're lucky, you become a three-bit gangster. It's bullshit. Go to college. Then you can rip people off and get paid for it. It's called capitalism. So what I saw the other day was like when a corpse briefly reanimates itself and terrorizes everyone, right? What you saw the other day was a guy dealing with pests. I guess I never saw myself as just a fucking pest. Well, and today's lesson's all about humility. Tomorrow we'll try a training montage. A training what? No. I was just lost in an 80s movie fantasy. Yeah, I can see you spend a lot of time there. As much as I can. So that's why you're here in Vinewood, you know, right? Maybe I'm here because I'm just an idiot. Thinks that imported palm trees are a good substitute for not really knowing what the fuck you're doing on this earth. Jesus, man. You a good time, you know that. Tell you what, least thing I can do is buy you that beer. There's a little bar I like. It's not too far from here. Let's go. Alright, man. I'm following you. Yeah, jetzt habe ich wieder ihn spielen. Wie heißt denn der? Let's take Amanda's car. Fruit. Hey, Jim. I'm going for a drink. Dad? Shit! I'm in our boat going down the Western Highway. It's been stolen. What? The yacht's been stolen? I was trying to sell it. I know you didn't want it sold, but I need money, and they don't want to buy it. They just want to take it. I'm hiding in the head. You're insane. All right, I'm coming for my boat. All righty then. Change of plans. My darling boy is in trouble. Alter. Der Sohn wollte die Yacht verkaufen, aber die scheiß Yacht wurde gestohlen, Alter. Und der Sohn hat sich im Klo eingesperrt. Ey, wie kommt man auf die scheiß Idee, sich im Klo einzusperren, Mann? Was ist denn das jetzt? Mal ganz ehrlich, wetten, der wird da rausgeholt und dann wird er verprügelt und dann geht dieser Trevor oder dieser Martin, ich weiß nicht, Marcus, keine Ahnung, wie der heißt. Das wollte ich eigentlich jetzt nicht. Aber erstmal. Little shit's been hijacked. They're somewhere on the Western Highway. Man, ain't you worried? About my boat? Yeah, I am. But you can always buy another boat. Wie heißt der jetzt? Kann man gucken. Ah, oh, keine Ahnung. Yeah, tell my accountant that. Warte. Hier steht das doch irgendwo. Michael heißt der. Aber ich will hier, dass das Ding nachgegangen. All right, homie. I ain't your homie. I'm someone you want to impress. Real. Man, I thought you was retired. Why the fuck do I want to impress some slipper wearing motherfucker?
Because I can still teach you a thing or two. Maybe help you open the door to all the joys that boat-related parenting issues. So, jetzt Radio aus. So that you are, my friend. Alter, was ist das? Das ist auch eine schöne Karre. Aber wir sind jetzt... Alter! Ja, ich kann gut fahren, haben wir schon in der ersten Folge gesehen. Alter! Zu verarschen. Hallo, lass mich mal vorbei, hallo. Nur kurz vorbeilassen, hallo. Hallo, ich hab Geld, würdet ihr mich vorbeilassen, dankeschön. Dankeschön. Oh, there it is. That's my boat. Your boat's in a fucking hurry, man. Yeah, well, we'll catch him. Bring Franklin nah an die Yacht. Komm, los, an die Yacht, fahr! Ja, komm, nicht quatschen, spring, scheiße, ich bin raus. Scheiße. Ja, ja, chill. Jetzt! No, Alter. Festhalten. Spring, ja, gut gemacht. Alter, ich will wechseln, es geht nicht. Ja, ich kann leider nicht wechseln. Ich wollte zu... So knallt man jemanden ab, hast du es gesehen? Ich hätte fast den anderen umgebracht. Alter! Ich muss ein bisschen schneller machen. Ich darf ihn nicht ablenken lassen vom Schießen. Ja, ja, chill, chill, chill. Gut gemacht! So. Ah, Junge, ich hätte fast meinen Sohn abgeknallt. Ich wusste gar nicht, dass das mein Sohn ist, Alter. Voll vergessen. Ja, chill. Ja, gut gemacht. Ja, dann gib Gas. Ja, jetzt kackt die Karre ab, Alter. Hey, it's a chop shop back there, dog. You drive us there, we can get the ride fit. Alter, wie geil, der. Oh, Junge. So, jetzt kann ich aber wechseln, oder? It's just a thing, my boat. Please stop doing that. Listen. Jeder hat ein anderes Handy, voll geil. Ey, er hat zum Beispiel ein Fruit. Ein Fruit-Handy. About is this fucking boat. No, it's not that. It's all we
to me is scream at each other. No wonder I can't get a job. It's all your... Alter. Your fucking fault. Or it's not, but it's partly your fault. I mean, I just want to impress you. By selling my boat to some gangbangers? I know it sounds dumb when you put it like that, but all you do is daydream or get angry. Alter Junge, warum fahren hier so viele LKWs? Mal, was ist mit denen? Haben die kein Zuhause oder was? Warum haben die kein Zuhause? Haben doch. Naja. Vielleicht müssen die alle arbeiten. Oder in Urlaub. Die fahren alle mit dem LKW in den Urlaub. Ja, ganz sicher fahren die mit dem LKW in den Urlaub. Hallo, hallo, würdet ihr mich hier vorbeilassen? Dankeschön. Hey Franklin, can you call me a cab? No problem. Hey, yeah, just come off here. Hey, I need a cab as soon as you can send one. Los Santos Customs, by the airport. Alter. Alright, thanks. Warum hält der denn an, Alter? Gibt's ja nicht. Do much yachting? Not anymore, no. Könnt ihr alle kein Auto fahren, oder was? Alter. Meine Karre wirkt die ganze Zeit ab und kackt die ganze Zeit ab und so. Scheiße. Ihr könnt ja auch nach Hause gehen und GTA 5 zocken, oder? Warum macht ihr das nicht? Hallo? Würdet ihr spielen vielleicht? Guck mal, so viele Autos, das geht doch gar nicht. Wenn GTA 5 draußen ist, mal nicht lieber. Treibt's mal nicht. Hey, this the place up here. I know this dude, man. His name Hal. He gonna look after me. All right, take what's in my pocket. A couple thousand bucks. That'll cover it, right? Yeah, it should be cool. So you sure you're good? Yeah, I got this. Ooh, I'm gonna come up front. Get out and walk around. It's okay, I can just climb over. Look, man, I'm gonna get the ride fixed, man, and drop it back off at your house along with this dude. It's all good, though, man. You go and get your hair right, all right? All right. Listen, thanks for today. I appreciate it. Stop back out to the house, we'll talk. You see? So, man. Hey, sorry we didn't get your boat, man. Yeah. Come on, man. Let's trick this whip, homie. Machen wir die Karre richtig geil, Alter. Es ist wichtig, dass wir die Karre richtig geil machen, ne? Sonst wäre das nicht. Trick this whip or what? Still need to get you out for one of the races, Franklin. See if you drive as fast as you talk. Yeah, mom's down with whatever, dog. Church. Yeah, Fahrzeuge reparieren gratis. Panzerung! Oh, ich habe nicht genug Geld. Doch, ich habe 2000 bekommen. Bessere Panzerung, okay. Bremsen. Stoßstangen. Wie geil man hier eigentlich. Wie man hier eigentlich. Auspuff. Hm, ja, das sieht irgendwie nicht so gut aus. Spoiler! Oh shit, ich bin so schick. Hm, ne, das sieht auch nicht so aus. Das sieht besser aus. Turbo? Leider kannst du dir diesen Gegenstand nicht leisten, der ist zu teuer für mich. Felgen! Gelände. Lol. Muzzle Freak. SUV. Okay. Fenster. Naja. Gut. Auto jetzt repariert.
Wirklich viel tun konnte man ja noch nicht, aber ich denke, das kommt noch. Ist auf jeden Fall mehr wie bei GTA 4. Bei GTA 4 konnte man ja überhaupt gar nicht tun. Da ist man da reingefahren. Und dann wurde einfach die Farbe gewechselt. You and my old man? I see you at the dealership. Then someone steals my whip. And Papa's all like, he's been down there to talk to you guys. Your pops did more than talk. What'd he do? Look, man, if he ain't tell you, I ain't gonna tell you. But I lost my fucking job and I thought maybe he could help me find a new one. Dude, my dad is retired. Like, fully. Like, his only marketable skills are watching TV and daytime drinking. Man, look, I don't know, homie. He seems okay to me. Shit, he saved your ass. You saved my ass. Nah, man. Well, maybe we good together, you know? Like, maybe we can get shit done we couldn't do separate. If it gets you out of the house, that's cool by me. Yeah, well, we'll see. Look, I'm sorry my dad lost to your job. It's hard out there. Tough. I mean, I'm employmentally challenged at the moment. Oh, you got fired, dude. Damn, that's rough. Not fired as such. I didn't get a job. I've been there, homie. You've been putting them resumes out there, but no one's hiring, huh? No, I didn't get a job. I've never had a job. It feels like hard work. Life. Careful, come on! Life, the days just kind of disappear. Hey, you play Righteous Slaughter? Nah, not since the first couple. Okay. Ja, nur weil ich so gut fahren kann, hat er mich jetzt gerade angeschrien. Voll gemein. Yo, so like, since we're both unemployed, like, we could run together, you know? Yeah, I think about it, homie. Or we could just like shop it, you know? Play darts or get our drink on. Strip clubs. Come on, dude, I get real crazy. Yeah, I got your number, shit, I need it, man. But, hey, you know what? Man, go easy on your pops, dog, alright? Alright, church. Exactly, man. My brother from another mother. I mean, I hope so, because my mom was kind of a skank back in the day. See ya. Yeah, whatever, homie. Peace. Peace. Bestanden. Vater und Sohn. Schneller fangen. 8 Sekunden oder 80, keine Ahnung. Neuer Kontakt, Michael. Yo, F. Liv, ein Vater eingeladen, nimm an und wir können uns abhängen. Kannst nicht. Na, keine Ahnung. Auf jeden Fall will ich erstmal. Ey, bleib stehen! Bleib mal stehen, hallo. Hallo. Ich würde mir sehr gerne deinen Wagen ausleihen, weil der sieht nämlich nicht so schlecht aus. Fisten. Der Wagen heißt Fisten. Dazu muss ich nicht mehr nichts mehr sagen, oder? Boah, geil, ey. Niu. Ja, hey, ihr könnt alle kein Auto fahren, Mann. Ah, Junge, die Karre sieht aber auch gar nicht mehr schlecht aus. Hallo, ich wollte mal fragen, ob sie mir kurz ihr Wagen ausleihen. Es ist auch nur für ganz kurze Zeit. Nee, sie kommen nicht wieder. Du misslauniger Wichser, ich gebe dir den Bagger, den wir geklaut haben. Den wir geklaut haben. Es ist eine Conquette, okay, es ist keine Convette, es ist eine Conquette. Geil, ey. Zieh, Digga, zieh! Oh, Junge, WTF! Oh, shit!
Das hat jetzt wehgetan. Junge, du bist noch nicht tot, oder? Hallo? Hallo? Wie geht's dir? Ey! Hallo? Hallo? Geht's dir nicht so gut? Was ist denn mit euch? Hallo? Hallo, Taxifahrer. Ey! Bleib doch stehen, was soll denn das? Ich wollte doch nur ihr Taxi haben. Ey, bleib mal stehen. Ey, yo, chill! Was ist mit dir? Was? Ich wollte es nicht machen. Aua, Junge, was wollt ihr denn alle? Alter, was macht ihr hier? Hallo, oh. Ich war das nicht. Es war nicht meine Schuld. Ihr müsst mir glauben. Oh, hier, hier, oh. Alter, der Busfahrer, ey. Junge, ja, Mann, ich kleine Busfahrer ab und fahre mit dem Bus. Ja, komm, lass mich mal rein. Komm, geh mal raus. Ich bräuchte mal ganz kurz den Bus. Dankeschön. So. Ah. Jetzt bist du Platz machen. Hallo, ich bin hier einfach nur ein ganz normaler Bus. Ich bin hier ein normaler Bus. Würdet ihr mir bitte Platz machen? Dankeschön. Der Bus ist halt sehr schnell, das müsst ihr wissen. Der Bus ist einfach zu schnell. Alter, würdet ihr mal bitte aufhören? Aua. Aua. Oh, ich hab eine Insassin. Aber nicht gut. Mit dem Bus kann man also nicht driften. Okay, da hätten wir das geklärt. Alter, ich kann ja nichts dafür, wenn ihr hier hinter mir steht. Warum steht denn ihr da? Ich werde von der Sonne geblendet. Hallo, würdet ihr mal bitte aufhören? Was machst denn du da? Ach so, die wollen mich anhalten. Ich will doch hier... Ich bin nur ein ganz normaler Busfahrer, ey. Und die fahren mir direkt immer, die töten mich direkt, fahren mir hinten rein, so voll die Wichsen, was soll das? Woo, yeah! Okay, irgendwie bringt das, irgendwie ist das irgendwie unwitzig mit dem Bus zu fahren. Hallo, würdest du mich mal hier? Dankeschön. So, jetzt haben wir die Bullen abgehängt und haben ein ganz normales Versteck gefunden. Hier, das ist ganz unauffällig. Ja, damit verabschieden wir uns auch in den nächsten Part, also für den nächsten Part, das ist denn der 6. Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mal wieder. Ihr könnt es mal unten in die Kommentare schreiben, ob es euch gefallen hat oder nicht, das würde mich sehr freuen.